Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei DRF Zertifikate. Wir richten nun unseren Blick wieder nach Stuttgart auf die Trends und Meinungen der Derivateanleger. Und darüber spreche ich auch heute mit Norbert Paul. Er ist Derivatehändler an der Börse Stuttgart. Ja, Herr Paul, der DAX kostete die Anleger zuletzt wieder eine ganze Menge Nerven. Kaum sah es danach aus, als würde die 7.600-Punkte-Marke endlich verlässlich halten, rauscht der DAX auch schon wieder unten durch. Der MDAX hingegen scheint völlig immun gegen derartige Kurssprünge zu sein. Hier gibt es quasi Allzeithochs am laufenden Band. Worauf setzen denn die Anleger in Stuttgart derzeit bevorzugt? Auf den DAX oder lieber auf den kleinen Bruder? Also zuletzt muss man sagen, war durchaus auch bei vielen mal der MDAX wieder etwas mehr im Fokus. Aber natürlich den großen Bruder DAX gelingt es ihm nicht, den zu verdrängen. Der ist einfach bei den Anlegern nach wie vor der beliebteste Basiswert überhaupt. Also das schafft der MDAX nicht ganz. Allerdings machen wir uns jetzt beide Indizes etwas Sorgen und auch weltweit haben die Sorgenfalten wieder etwas zugenommen. Sie haben es schon angesprochen. Man dachte eigentlich jetzt beim DAX wäre vielleicht mal das Gröbste überstanden. Wir würden vielleicht endlich erfolgreich auch mal die Marke von 7.800 Punkten nicht nur testen, sondern auch überwinden können. Ja, und was passiert dann? Dann kommt Kreuzfeuer von der US-Notenbank. Die Kollegen um Ben Bernanke machen sich Sorgen, dass diese ganzen quantitativen Lockerungen, also auf Deutsch immer weiter schön frisches Geld drucken, letztendlich gar nichts bringen. Das verunsichert sehr, dass manche Kollegen sich sogar dafür aussprechen, dieses Programm jetzt mal stark zu überprüfen, möglicherweise zurückzufahren oder eben auch ganz zu beenden. Und das sorgt eben für ganz, ganz große Verunsicherungen bei allen Börsianern, denn man hat in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass natürlich ein ganz großer Treibstoff für diese Hoss, die wir seit Jahren sehen, natürlich auch das billige Geld ist, dass eben auch die Fed immer wieder in den Markt pumpt. Und da wundert es, glaube ich, nicht, dass der DAX wirklich massiv nach unten geht, sich von der 7.800er wieder massiv verabschiedet hat, zwischenzeitlich sogar unter die Marke wieder von 7.600 Punkten gefallen ist. Ja, und auch beim MDAX sieht es nicht wirklich besser aus. Auch er kommt jetzt wirklich mal mit unter die Räder. Interessant ist nur, was unsere Anleger draus machen, während sie beim DAX nach dem Unterschreiten der 7,6 schon wieder der Meinung sind, dass das möglicherweise schon wieder zu viel war, dass möglicherweise jetzt eine technische Gegenbewegung kommt, ist von dieser beim MDAX noch nichts zu spüren. Hier setzen die Anleger weiterhin auf Puts. Sie sind wohl der Meinung, der MDAX ist in der Vergangenheit teilweise deutlich besser als der DAX gelaufen. Hier ist man wohl der Meinung, dass er dann auch eine größere Korrektur wohl erstmal nötig hat. Zahlen gab es von der Allianz und die kann sich wirklich sehen lassen. Der Versicherungskonzern hat seinen Gewinn verdoppelt. Honorieren das denn die Anleger in Stuttgart? Gewinn verdoppelt. Dividende bleibt erstmal gleich, denn man hat eben auch etwas oder man ist etwas vorsichtig geblieben, denn das Niedrigzinsumfeld belastet viele Versicherungen, auch die Allianz. Man schlägt sich zwar noch ganz gut und das honorieren auch die Anleger, aber gleichwohl ist man noch etwas verunsichert, wie die weitere Entwicklung gehen sollte. Sollte es längerfristig bei diesem Niedrigzinsumfeld bleiben, sieht auch die Allianz einen sehr schwierigen Markt. Alles in allem muss man allerdings sagen, eine Verdopplung beim Gewinn kommt sehr gut an, dass die Dividende nicht angehoben wird. Naja, da schauen die Anleger mal noch wohlwollend drüber hinweg. Die Allianz-Aktie hat sich in dem schwachen Marktumfeld jetzt doch deutlich erstmal besser halten können als der Index selber. Das sind zum einen die Aktienanleger, die diese Nachrichten gut aufnehmen. Es sind aber auch die Derivateanleger, die durchaus der Meinung sind, das ist nicht nur ja bei der Allianz, sondern wir haben auch bei anderen Versicherungskonzernen und Rückversicherungen eigentlich schon sehr gute Nachrichten gehört, trotz auch natürlich Schäden, die wir im vergangenen Jahr gehabt haben. Das konnte die Branche alles besser abfedern und darum sind speziell auch die Derivateanleger der Meinung, dass die Versicherungsbranche, ja vielleicht auch jetzt trotz der jüngsten Kursturbulenzen, sich dennoch deutlich besser entwickeln sollte als der Gesamtmarkt. Entsprechend setzen auch unsere Anleger auf wieder steigende Kurse bei der Allianz. In die Aktie von Heidelberg Zement ist zuletzt auch wieder ordentlich Schwung gekommen. Woran liegt's und sind die Stuttgarter auch so kauffreudig? Ja, die sind in der Tat auch so kauffreudig und was hier vor allem hilft, ist ganz klar die Hoffnung auf eine Belebung, ganz klar der Baubranche oder ein Anhalten der Belebung dieser Branche und dass das nicht nur vielleicht Wunschdenken ist, sondern möglicherweise auch wirklich von der Konkurrenz durchaus auch getragen wird, sieht man beim französischen Konkurrenten Lafarge, wo man eben sehr gut sieht, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut ausgefallen sind, sind auch sehr, sehr gut am Markt angenommen worden und das hilft eben wiederum auch
dem deutschen Konkurrenten, der Heidelberg Zement, der durchaus auch in den letzten Jahren immer wieder eine sehr schwierige, eine volatile Entwicklung auch durchlebt hat. Aber hier ist man ganz klar der Meinung, dass sich auch das Chartbild verbessert hat und die Anleger sind der Meinung, dass diese positiven Nachwehen dieser Zahlen aus Frankreich dann vielleicht auch dem Konkurrenten hier in Deutschland helfen könnten. Und so sehen wir auch hier, beflügelt durch gute Zahlen, dass die Anleger bei der Heidelberg Zement zugreifen. Was die Aktie von Klöckner & Co. angeht, scheinen sich die Analysten derzeit nicht einig zu sein. Mal wird das Kursziel gesenkt, mal angehoben. Ist die Meinung Ihrer Anleger da etwas einheitlicher vielleicht? Ja, bei uns schauen die Anleger nicht so sehr auf die einzelnen Bankeinschübe. Da haben sie nämlich vollkommen recht. Da kommt mal, dass die Aktie herabgestuft wird, dann wird sie wieder hochgestuft. Sondern man schaut eigentlich ganz klar jetzt nur noch darauf, was passiert hier möglicherweise mit Klöckner & Co. Kommt hier vielleicht Übernahmefantasie mit ins Boot? Wir haben gehört, dass der Baustoff, Milliardär, so wird er genannt, Albert Knauf, sich erste Teile an Klöckner & Co. gesichert hat, hat möglicherweise hier schon ein Statement gegeben, dass er zwar kein Interesse hat, über diese magische Marke von 30% zu kommen, bei dem er ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre machen müsste. Gleichzeitig hieß es aber, er möchte durchaus den Anteil weiter aufstocken. Ja, und wie man erfahren hat, hat er ja eben auch einen eigenen Stahlhändler bei sich im Konzern. Und das ist natürlich für die Börsianer jetzt hier ganz wunderschön. Hier gibt es jetzt die ersten Gerüchte, dass möglicherweise eben beide Firmen dann mal fusionieren könnten oder enger zusammenarbeiten. Und das freut natürlich die Börsianer. Wenn solche Übernahmegerüchte oder Fusionsgerüchte im Raum stehen, dann hilft das immer. Es hat der Aktie erstmal geholfen. Es hilft auch natürlich unseren Derivateanleger, die da ganz klar immer der Meinung sind, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das heißt, hier könnte wirklich durchaus was an diesen ganzen Spekulationen, die momentan im Markt sind, dran sein. Und die Essenz von dem Ganzen ist dann eigentlich, dass die Kurse von Klöckner & Co. weiter anziehen sollten. Der Goldpreis ist auf den tiefsten Stand seit 7 Monaten gefallen. Was belastet das Edelmetall zurzeit denn so stark? Ja, nur noch Belastungsfaktoren. Früher, wenn man von Gold gehört hat, hieß es immer nur, wie weit kann das wohl noch steigen? Mittlerweile muss man vielleicht die Frage stellen, wie weit fällt es denn noch? Wir haben zunächst hatten wir die Belastungsfaktoren, dass bekannt wurde, dass George Soros über die Hälfte seines Goldanteils, und der war wirklich enorm, dass er diesen im 4. Quartal verkauft hat. Ja, also offensichtlich ist George Soros auch nicht mehr so begeistert von dieser ganzen Goldstory. Und dann kam jetzt eben noch dazu, auch wieder dieses FED-Protokoll, dass es eben heißt, es wird möglicherweise diese Zeitspanne und Zeitphase des billigen Geldes möglicherweise jetzt eingeschränkt oder möglicherweise sogar ganz aufgehoben. Das belastet Gold natürlich zusätzlich. Auch Silber hat massiv darunter zu leiden, weil nämlich natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder natürlich auch das billige Geld und eine mögliche steigende Inflation in der Zukunft immer wieder von vielen Analysten herangeführt wurde, dass das eben der Treibstoff ist, der den ganzen Edelmetallen nach oben hilft. Jetzt, wenn es heißt, mit dem Treibstoff ist es vielleicht jetzt dann aus, ja, dann hat man eben die Befürchtung, dass es möglicherweise dann auch mit der Hoss bei Gold, Silber etc. erstmal vorbei ist. Allerdings, jetzt noch eine ganz positive Nachricht zum Schluss. Unsere Derivateanleger sind nicht ganz so pessimistisch und bärisch, wie das jetzt bei mir vielleicht klang. Nachdem der Goldpreis unter 1600 Dollar je Unze gefallen ist, sehen wir jetzt doch einige, die hier auf Schnäppchentour unterwegs sind und hier jetzt wieder Gold-Knockout-Calls einkaufen, die wohl ganz klar erstmal der Meinung sind, Gold ist jetzt einfach in den letzten Tagen zu sehr unter die Räder gekommen. Dann nehmen wir doch diese positive Botschaft mit raus aus der Sendung und ich sage ganz herzlichen Dank, Norbert Paul von der Börse Stuttgart und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal, tschüss. Damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich diese Ausgabe von DRF-Zertifikate nochmals im Internet anschauen. Die Adresse hierfür drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.